Hallo, herzlich willkommen bei Final Fantasy 7, Leute. Und zwar habe ich was rausgefunden in den Graslanden. Ja, guck mal. Wir haben hier oben noch eine Ausgrabung und da sind bestimmt auch unsere letzten Monster. Ich nehme euch mit und wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Auf jeden Fall hoffe ich, dass die da sind. Ich habe hier ein paar schon bekämpft. Da war keiner drunter. Ich hoffe, das ist hier. Und ich habe noch was Schreckliches entdeckt. Aber das erzähle ich euch gleich, wenn wir hier fertig sind. Erstmal einmal den Schokobo rufen. Den brauchen wir dafür, ja. Na. Dann sind wir auch schneller unterwegs. Da, die Leitungen. Eine Entdeckung gemacht. Maybe. Wir müssen hier wieder schnüffeln. Oder hat hier einer die Entdeckung gemacht? Warte. Da ist ein Punkt. Warten Sie! Schnüffelt hier jemand oder was? Hier drinnen? Es gibt nichts in der Nähe, okay. Ach ja, es wird ja angezeigt. Manchmal. Sagt einfach nichts. Einfach nichts sagen. Ich habe es manchmal verdient, länger zu brauchen oder so. Du kannst nur den Gegenstand robuster Armreiz synthetisieren, okay? So, dann brauchen wir noch was. Noch den anderen Rest finden. Wo ist das denn her? Aha, da hinten hin. Aber ich hätte gerne noch hier das. Bam! Hier ist das, ja. Gut. Du kannst den Gegenstand Kameradenohrring synthetisieren. Cool. Jetzt haben wir noch den anderen, ne? Der in der Richtung ist irgendwo. Los, lass uns hier schnüffeln. Da am Rohr. Da haben wir alles, ja. Mehr gibt's hier nicht. Daten an Chatley übermittelt. Hier ist alles fertig. Graslandregion abgeschlossen. Weltbericht abgeschlossen. Hier. Das haben wir vergessen das letzte Mal, okay. Aber uns fehlt ja trotzdem hier noch ein Bericht. Dann lass mal gucken, ob wir hier nicht noch Gegner finden werden. Ich schneide euch die Sachen rein. Wir sehen uns da bei den Gegnern, wenn ich sie gefunden habe. Bis gleich. Ich dachte mir mal, vielleicht gehen wir hier drinnen und machen die Kampfdaten. Die Nachforschung über die Graslande sind hiermit abgeschlossen. Die Daten, die du in den Weiten der Wiesen und Felder gesammelt hast, waren überaus ergiebig. Danke. In Midgar hätte ich nie so viel über die Koexistenz von Mensch und Natur gelernt. Dessen bin ich mir sicher. Vielen Dank für deine stets tatkräftige Unterstützung. Ja, dafür nicht. Ich wollte gucken und hoffen, dass wir hier auch Daten sammeln können, ja? Zum Beispiel Clouds-Training und so nicht, aber hier Kampf-Synchro-Aktion auch nicht. Hier kenne deinen Feind. Graslandforschung Stufe 1. 5 Gegner aus der Grasland-Dings. Vielleicht können wir das machen. Und alle analysieren, so meinte ich.
alle analysieren. Sollten wir machen, ne? Wie die hier. Es ist aus. Einmal schnell eine Analyse. Bevor was soll das denn, Tifa? Vielleicht sind die hier doch nicht. Dum, 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 dum. Die hier vielleicht noch mal. Schubst mich nicht rum, sonst werdet ihr schon tot sein, bevor ich analysieren kann. Könnt ihr mal damit aufhören, bitte? Meint ihr, wir finden hier drinnen den, naja, den Gegner, den wir analysieren müssen? Die sind es auf jeden Fall nicht. Das wissen wir, weil wir die eben, weil ich die schon mal analysiert hatte draußen auf dem Feld und naja. Wenn die Wegs angezeigt werden, wo die spawnen würden oder sowas, ne? Aber nein. Ich habe fast alle Gegner durch, glaube ich. Die hier vielleicht. Ich mache extra normale Angriffe, ne? Das war's. Keine kommen. Ach, Mann. Es ist aus. Ach ja. Genug. Das war's dann. Ja, gewonnen. Was für ein Rekord. Die haben wir immer noch nicht hier abgeschlossen, ne? Oh doch, da waren Gegner mit bei, die wir analysieren mussten. Wir haben welche, ich weiß aber nicht, welcher Gegner das war. Ich lasse das mal alles drin, ja. Mal gucken, ob wir die hier schon hatten. Ich hoffe es. Nicht? Dann sind wir nämlich durch. Aber wollen wir mal gucken, ne? Aber wir gucken mal, was wir hier noch fehlen. Ist das hier das? Wurde das aktualisiert? Mal gucken. Die 16 Gegner des Graslandes. Das waren die. Wir haben sie, Leute. Wir haben sie. Sie sind schwach. Das finde ich perfekt, dass wir die haben. Wisst ihr warum? Dann können wir nämlich schnell noch dieses Foto hier machen, ja? Da kommen wir hin, wenn wir ganz schnell hier lang gehen vielleicht. Chocobo. Dann gehen wir zurück. Die Straße sind wir ja noch nicht entlang gelaufen, ne? Und gehen da sofort hin.
Auf geht's. Einfach Straße entlang laufen, bis das Ausgegraute nicht mehr ausgegraut ist. Und dann machen wir noch ein schönes Foto. Die Frage ist, ist hier auch irgendwas? Nee, ne? Ein Windrad. Doch, hier ist was. Schnüffel, Schokobo, schnüffel. Was synthetisieren können wir auch noch, ne? Ich will nicht so lange brauchen. Ein Wiesentitan. Cool. Dann hätten wir das hier auch. Hier sind noch ein paar Stellen und so. Das müssen wir jetzt nicht alles abfarmen, ne? Wir gehen noch zu das Foto machen. Dann haben wir hier alles. Und dann Shetli die letzten Kampfsimulationen. Und dann machen wir noch ein bisschen die Story weiter. Cloud, steck bitte ab. Das ist das. Warum kann ich hier nicht hoch? So. Schnell dahin. Die Fotolocation. Da oben oder wie? Cool. Ich habe eine Fotolocation hier. Da, Wechsel im Hauptmenü. Ne, warte. So. In den Fotomodus. Und dann. Guckt euch die Location an hier. Nice. Da machen wir Foto von. Screenshot aufnehmen. Yes. Und dann noch einmal von Barrett und Cloud. Cool. Haben wir gemacht. Ist abgeschlossen. Berichte Rico davon. Das müssen wir ja auch noch machen, ne? In der anderen Region. Okay. Lass uns Rico davon begutachten. Da können wir hin, weil Shetley ist ja auch hier, ne? Auf nach Rico. Rico, wo war der denn? Der muss doch hier irgendwo gewesen sein, oder? Da ist er. Rego. Geradeaus links. Da ist er ja. Hi. Yes. Will ich. Ha. Sieht aus, als hättest du das perfekte Fotomotiv gefunden. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Auch beide, die Juno-Region auch. Amateur nennen. Sicherlich fehlt es dir an einigen Stellen noch an der richtigen Technik. Doch du machst dich gut. In dir cool. Schlummert ein verborgenes Talent. Ja, ich freue mich auf weitere Bilder von dir. Danke. Ich freue mich auch immer auf weitere Bilder. So, jetzt gehen wir zu Shetley und machen die letzten Simulationen hier in den Graslanden. Dann sind wir hier komplett fertig. Wenn ich Shetley hier finde, ich habe den noch nie gesehen. Da ist er ja. Dank dir sind die Nachforschungen über diese Region abgeschlossen. Allerdings ist unser gemeinsames Abenteuer damit noch lange nicht zu Ende. Ich freue mich schon auf viele weitere Berichte aus anderen Gegenden. Yes. Also, Materiaentwicklung, Kampfsimulation. Ne, erstmal müssen wir Materia entwickeln, weil dazu brauchte ich eine Materia. Das hatten die gesagt, Feintechniken oder sowas. Die haben wir vielleicht auch schon gemacht, ne? 60-60, Meister der Gegenstände. Automagie. Alles außer Kauf. Jetzt haben wir hier nur noch... Ach so! Jede Region hat ihre eigenen Dinger. Okay, ja, dann kaufen wir gleich alle hiervon. Ausverkauft. Haben wir alle Materia. Nice. Bevor wir da reingehen, brauchen wir Feintechniken, sonst dürfen wir da nicht rein. Da stand als Voraussetzung... Materia Dings. Wir rüsten immer schnell aus und dann geht's ab, weil Cloud kann ja noch eine einsetzen. Von daher.
Bum, 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 bum. Feintechniken, das war das Morph. Nee, da oben, Feintechnik. Feintechniken erlernbar. Müssen wir das noch leveln? Weil da stand Feintechniken Stufe 2, glaube ich. Was behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Schön, dich in Kalm zu treffen. Sieh dir diese wunderschöne Stadt nur an. Nicht umsonst ist sie auf Platz 1 der Orte, an die Shinra-Angestellte gerne ziehen würden. Jetzt, wo ich sie mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich das gut nachvollziehen. Ja, wir gucken eben mal nach Kampfsimulator, ob das geht. Ansonsten muss ich das leveln. Shadley-Combat-System. Okay, da, Feintechnik-Materie Stufe 2. Oh Mann, echt. Naja, wir sehen uns, wenn ich das gelevelt habe, ja? Hallo, da sind wir wieder, Leute. Ich habe jetzt die Materia, Feintechnik-Materia aufgelevelt. Das war wirklich nur ein Level. Ich habe zweimal die Grasland-Feldforschung Stufe 1 gemacht, weil das halt die niedrigstufige ist und da man schnell durchlaufen kann. Und habe immer die Feintechnik gemacht, also die Schallwelle heißt das dann, die man als erstes hat von der Feintechnik. Und dann nach zweimal ist das aufgestiegen. Und man kann dann das hier angehen. Wenn man natürlich auch die anderen Sachen gemacht hat, wie alle Gegner analysiert im Grasland und was wir vorher gemacht haben halt, ne? Erledige Gegner innerhalb des Zeitlimits. Das machen wir. Ich kann euch auch kurz zeigen, was ich gemacht habe, also wie ich beim Leveln, was ich da eingesetzt habe, diese Feintechnik, zeige ich einmal. Müssen wir wahrscheinlich sowieso einsetzen. Ich weiß nicht, ob man zum Leveln die einsetzen muss oder einfach nur dabei tragen muss, aber auf jeden Fall schaden kann es ja nicht und dann müsst ihr nur zweimal Grasland-Dings machen und dann seid ihr aufgelevelt. Geht vielleicht noch schneller, aber... Das ist halt das Einfachste, wo du nebenbei was anderes machen kannst. Hier, die Schallwellen, meine ich. Guck, bam, da kriegen wir Buffs, Hass und sowas. So, aber jetzt müssen wir den Ketzel-Kotel fertig machen. Und der hat ja Eisschwäche. Das heißt, wir müssen auf Tiefer gehen. Die kann ihn weiter schocken. Besser als Cloud, weil sie Eisra hat. Oder gehen wir auf. Ja, genau. Ich mach das. So, dann kann Cloud nämlich auch Eis einmal drauf werfen. Und Tifa kann von hinten angreifen. Ja. Und wir sollten jetzt so einen Hackentritt machen. Und sie sollte auch mal angreifen. Windige Welle, Donnerwelle, feurige, eine feurige vielleicht mal. Schwertsturm reinhauen. Hau rein! Innerhalb der Zeitlimit sollen wir machen, ne? Deswegen müssen wir jetzt wieder Eis schmeißen. Kann sie auch Eis? Nee. Ja, das ist doof. Lass sie mal Chronofeld machen. Zieh dich zurück. Synchro-Fertigkeit, natürlich. Spiralsprung. Vielleicht dauert das auch zu lange, Spiralsprung, ich weiß nicht. Und dann können wir noch... Ach, das Eis geht nicht, ja? Eisige Verkettung. Ach, das kostet jetzt 0 MP. Ich dachte, ich kann das nicht machen. Ja, wenn das Null kostet, los, Cloud, rauf da. Wir haben nicht viel Zeit, rauf, alle. Gut,
innerhalb der Zeit, Dings, haben wir es geschafft. Cool. Ich möchte das nächste auch noch mitnehmen und dann die Geschichte schnell weitermachen, ne? Weil das hatte ich ja versprochen, das will ich noch. Dann machen wir bis, machen wir länger. Abgeschlossen. Die Entladung. Cool. Jetzt kommt das letzte noch. Das ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Weil wir müssen alle Gegner einfach schocken. Oder? Ich weiß nicht, ob das einfach ist. Nehmen wir Aerith und Barret mit. Barret kann die schocken. Wir gehen auf Barret und der macht das die ganze Zeit. Ich hoffe, die sind nicht sofort tot oder so, weil, ne? Wir müssen erstmal auf die anderen gehen und die schocken. Warte mal. Wir müssen kurz mal analysieren, wie wir die denn schocken können. Auf Nummer. Der Quetzalcoatl natürlich, die anderen auf Wind. Ja, nichts überstürzt. Komm schon! Auf unsere Bauer des Fallers! Beschädigt! Aero hat er. Gut, Drache A muss erstmal geschockt werden. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Der ist schockanfällig, ne? Wechsel! Hier kommt Barret! Ich glaube, er kann besser schocken, die Gegner jetzt. Ist schockanfällig. Da geht noch was. Schockschuss, bitte. Hab was für dich. Geschockt. So, da hinten müssen wir auch Aero raufschmeißen. Dann machen wir da doch einen Schockschuss drauf auf den Archendrache. Geschockt. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. So, jetzt müssen wir nur noch den Quetzalcoatl schocken, ja? Das geht mit Schockschutz. Und wir haben ja noch Eis dabei. Verstarre! Da geht noch was. Und tschüss! Nochmal Eismagie. Eiskalt. Ausgezeichnet. Nichts überstürzt. Jetzt zeigst du von da. Ich übernehme. Schnell den Schockschuss reinhauen. Geschockt. Alle Gegner geschockt. Jetzt müssen wir sie noch fertig machen, ne? Limit. Du bist dran, windige Welle. Maximale Wut. Lass mich mal. Genug. Das war's. Das haben wir auch geschafft. Schocke alle Gegner. Zack, 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 fertig. Sag ja, mit Barretto geht das cool. Mit seiner Waffe, die schockt immer richtig. Natürlich tiefer, mit Eis wäre auch gegangen bei Quetzalcoatl, aber die anderen vielleicht, durch Aero war ja zu viel Schaden. Die werden vorher gestorben, vielleicht. Feintechnik Heilwogen gekriegt, cool. Ja, damit haben wir hier alles, ja. Und was gehen jetzt die Geschichte weitermachen. Hier haben wir auch alles fertig. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Ja, ich wünsche euch auch allen Erfolge bis zum geht nicht mehr. Ach nee, stimmt ja gar nicht.
Ich rede die ganze Zeit, ne? Von diesen Sachen und so. Aber wir müssen ja noch die eine Mission machen. Mann, wieso komme ich hier nicht rausgezoomt? Boah, die Karte manchmal kriege ich echt zu viel. Okay, gut. Ruhig, wir können hier hin. Nee, können wir nicht. Und mehr eines? Analogstick drücken und rauszoomen lassen. Es ist einfach immer. Ja. Es ist eine Freude. Wir werden jetzt noch die Mission machen, die uns fehlt. Und dann habe ich alles zusammengetragen in dieser Folge. Und wir hoffen, dass es das war. Hallo. Die Schokobo-Kutsche bringt euch ans Ziel. Ja. Gabe's Farm. Bitte bring uns ans Ziel. Und dann lass mich noch die Mission machen. Diese Folge, echt. Das ist aber jetzt wirklich die letzte Folge, wo wir alles zusammengetragen haben. Ne? Wir haben jetzt alles in den Graslanden gemacht. Wir haben hier alles gemacht. Nächste Folge wirklich, wirklich Hauptstory. Ich sag das jede Folge, ne? Und dann kommt immer noch was dazu. Jetzt reicht's aber mal. Jetzt reicht's mal. Also gehen wir dahin. Schnell die Quest machen, bitte. Die letzte Quest, die uns noch fehlt. Danke. Ein kleiner Auftraggeber. Condor Beobachtungsverein. Okay, was für ein Beobachtungsverein. Hier draußen, ja? Okay, gut. Gut. Gehen wir da schnell hin. Wer ist neu im Krähennest? Wir? Ja. Ein bisschen. Ich frage mich, was jetzt kommen wird. Das heißt, irgendwas mit Condor, das kann nicht gut sein. Und ich habe nochmals gesehen, man muss nochmal alle Condor-Dinger machen, ne? Soll ich euch das auch noch am Ende reinschneiden? Wir müssen mal gucken. Nanu, neue Gesichter. Heute weht aber auch ein besonders guter Wind. Ja. Oh ja, stimmt. Was gibt es denn hier zu sehen? Wir beobachten einen riesigen Condor. Das tun wir regelmäßig, denn nur so können wir sicher gehen, dass dieses Kondorweibchen gesund und kräftig ist. Sie ist wirklich ein Prachtexemplar, aber leider unausstehlich, wenn sie Hunger hat. Müssen aufpassen, dass sie keine Menschen anfällt. Immer auf Nummer Kondor gehen. Hast doch sicher schon mal von unserem Magazin gehört, nehme ich an. Colin, ich denke, heute wird sie sich nicht mehr zeigen. Wir sollten zurück. Nein, ich möchte noch etwas bleiben. Wir haben sie schon so lange nicht mehr gesichtet. Langsam mache ich mir Sorgen. Vielleicht hätten wir ihr wirklich etwas Futter besorgen sollen. Tja, einen Aushang am schwarzen Brett habe ich ja schon gemacht. Gibt es vielleicht etwas, das wir tun könnten? Wir würden gern helfen. Oh, das Angebot kann ich unmöglich ablehnen. Gut, den Auftrag annehmen. Danke, das ist großartig. Seht ihr den Wald? Dort ist das Jagdrevier unseres Kondors. Um dorthin zu gelangen, ist ein Chocobo vonnöten, der auch die Berge hochkommt. Haben wir. Chocobo, schnell. Da hinten also. Dann lass uns da mal mit Chocobo hingehen, schnell, ne?
Auf den Spuren des Kommen. Ich sehe nichts. Näher dich der Kuh vorsichtig. Das frisst ein Kondor also. Vielleicht können wir die Fährte aufnehmen. Vorsichtig an die Kuh dran, ja klar. Bitte. Ich schneide alles zusammen, die Folge wird so riesig. Aber ich möchte nicht noch eine Folge damit versemmeln. Schnell hinterher. Ich will jetzt die ganze Zeit die Kuh folgen, oder was? Hallo? Was ist das denn? Oh. Oh, okay. Sollen wir einen Schokobo drauf ansetzen? Schnell schnüffel, was das Zeug hilft. Ja, genau. Auf geht's. Zum schnüffelnden Kondor. Egal wie lange das dauert, wir machen die Mission jetzt fertig, ja? Und hinten dran, wenn das eh schon so lange ist, hänge ich dann noch vielleicht die Kondor-Dinger, ne? Wir müssen das ja nicht nochmal sehen. Wer das dann sehen möchte, kann sich das angucken am Ende der Folge hier. Und halt, wer nicht, ne, dann nicht. Aber die müssen wir ja auch nochmal machen. Steht jedenfalls in den Berichten, wenn man die Mission-Dinger macht, was man ja erst machen kann, wenn man alle einmal abgeschlossen hat, dann hat man da, kriegt man da auch ein Häkchen, ob man da was mitkriegt. Keine Ahnung, werden wir sehen. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Da drin. Na dann rein. Danke, Chocobo. Wir gehen hier schnell rein. Oh, damit wir das hinkriegen. Was ist denn hier los jetzt? Ei, na? Geht's, lass die Kuh in Ruhe. Ein mystischer Drache. Der mystische Drache, den wir mal, ne, Heilwogen haben wir, macht den Ausführenden eine Zeit lang bewegungsunfähig, heilt dafür aber die eigene TP und die aller Gefährten. Das ist cool. Aber wir brauchen erstmal eine Analyse. Nur kein Über. Wirksam ist Aero, also Wind. Nachdem ihm eine gewisse Menge Schaden zugefügt wurde, wird er schockanfällig, bleibt in diesem Zustand allerdings in der Luft. Ich zähle auf dich. Bin ich jetzt direkt? Ich seh dich! Und los! Ja, Aero. Kannst du überleben? Ich zähle auf dich. Zieh dich zurück. Ich nicht davon. Los geht's! Flammenblitz. Aufgepasst. Stirb. Übernimm du. Komm schon. Achtung. Aero. Und Tifa kann mal heilen gleich. Oh, sie hat keinen... Hackentritt.
Stürmischer Umsturz. Gib ihnen saures. Und er macht Schwertsturm. Das sollte reichen. Nochmal Schwertsturm. Lass das beenden. Wieder auf die. Arbeiten wir im Team. Los, geben wir alles. Noch bin ich am Leben. Sag dein Einsatz. Ausgerechnet jetzt. Er kann sich halt selber heilen. Oder warte, Blütensturm. Dann schnell Vitra auf dich selber klaut. Oder auf ein neues. Ich hasse den Typen. Aerith, ich zähle auf dich. Du schaffst es. Der ist für dich. Flieg. Und los. Hör auf, mich zu hauen. Gebiet, bitte. Viel Erfolg. Ich mach das. Da geht noch was. Tschüss. Und ein Nachschlag mit Schwertsturm. Okay, das war der Drache. Oh je, und nun? Puh. Das Fleisch des Ungeheuers, was? Was nimmst du? Das Fleisch des Ungeheuers? Die Kuh? Das merkwürdige Gemüse. Vielleicht die Kuh? I don't know. Ich weiß nicht. Das merkwürdige Gemüse ist doch Schokobo. Oder nicht? Ich kann das immer noch nehmen. Wie nicht? Die haben gesagt, die Kuh ist das, ja? Also wie, das stimmt nicht, dann, ja. Bitte. Hier. Da seid ihr ja wieder. Hoffe, ich habe euch nicht zu sehr rumgescheucht. Legt das Futter am besten dort oben hin. Ich hoffe, das reicht. Oh, das sieht aber herrlich aus. Also, wenn unser Kondor da nicht zugreift. Das ist aber, ne? Ich hoffe. Hoffen wir das mal. Einfach zu schön, überall den Himmel sehen zu können. Jedenfalls besser, als eine Stahlplatte anzustarren. Aber irgendwie wirkt er auch unheimlich in seiner endlosen Weite. Langsam verstehe ich, was Aerith meinte. Ja, irgendwie. Oh, da oben! Der Kondor. Oh. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kondor so nah rankommt. Oh! Schnell, ein Foto! Das müssen wir festhalten! Natürlich, sofort! Oh, das perfekte Motiv! Schnell, bevor sie wegfliegt! Bitte lächeln! Genau! Ist ein Gutes dabei? Ich war leider viel zu aufgeregt. Es kam so plötzlich. Also, mir gefällt dieses hier sehr gut. Jetzt seht euch das an, so ein breites Lächeln.
Und genau für Überraschungen wie diese lohnt es sich definitiv, unsere Kondordame zu beobachten. So, dann halten wir mal unsere Beobachtung von heute fest. Und das nächste Treffen will auch geplant werden. Ja. Vielleicht sollten wir auch einen kleinen Fotokurs machen, oder? Ja. Hier, bitteschön, als kleines Andenken. Nice. Exzellentes Kondorfoto. Wie du guckst. Klaut immer. Ein Traum vom freien Himmel. Geschafft. Ja, damit hätten wir hier alles fertig, ne? Wir porten hier hin und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich hier alles zusammengeschnitten habe und am Ende der Folge hier noch das ganze Kondor-Gedöns dran baste und das über eine Stunde geht. Das müsst ihr aber nicht angucken. Ihr könnt hier schon Schluss machen. Wer möchte, kann das sich dann angucken, ja? Okay? Gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ein Abo nicht vergessen. Das wäre sehr, sehr nett. Liken auch nicht vergessen. Und dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Da sind wir auch noch mal wieder beim Special Part dieses Partes. Wer bis hierhin noch zuguckt, meinen größten Respekt. Das wird jetzt wahrscheinlich länger dauern. So, da oben steht schon, schließt das Minispiel im Missionsmodus ab. Mission 1 von Ford konnte spielen. Ja, im Missionsmodus. Das 300. Mal. Ausbalanciert. Ja, nehme ich jetzt ausbalanciert, so. Das ist unmöglich. Das ist das Schwerste, was es überhaupt gibt. Und deine Truppen sind demoralisiert und sowas. Ich hasse vor Kondor in diesem Spiel gerade. Warum wird das so gemacht? Das ist doch Kacke. Hier muss ein Stürmer hin. Dann hier gleich die anderen oder was? Ich kann die hier nur durch den Heiler jagen, dass der vielleicht nicht stirbt. Heilung! Hier brauchen wir jetzt einen Tank. Laut, greift an! Mach das weg! Hier muss ein Stürmer mit hin. Den müssen wir mit hinsetzen. Elite-Schütze dahin. Tiefer! Helf! Und haut die jetzt weg.
Ja, da kommen noch mehr raus, ne? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, einfach weggeschrottet. Hä? Was willst du denn hier machen? Da kannst du ja einfach nur einen Elite-Stürmer hinschicken und hoffen, dass er da hinten hinläuft. Und einen Verteidiger hinschicken. Und hoffen, dass sie das machen, früher als die bei uns. Macht mal schneller da hinten. Wir haben es geschafft, in letzter Sekunde noch. Sieg! Sieg! Sehr schwer. Minispielmodus abgeschlossen. Wir sehen uns beim nächsten. Da sind wir wieder. Ich passe meine Strategie beim zweiten an und wir schicken raus eine Balliste für ihn. Ich will damit anfangen, mal gucken. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll hier. Schicken hier einen Elite-Verteidiger raus, einen Heiler. Warten dann und stellen hier rein eine Balliste. Und dann brauchen wir ein DD, ne? Ein Elite-DD, pass auf. Ja, natürlich kommt der jetzt. Ach, das ist so lächerlich. Die machen so viel Schaden, das ist so lächerlich, ne? Das ist einfach dumm. Das ist so lächerlich. Bräuchten einen Tank hier rein. Schnell, mach den weg. Wir machen wieder die Attack-Dings. Wir schicken alles hier hin, damit sie das hinkriegen. Dann kann Cloud da auch noch mal hinlatschen. Entweder wir oder die. Was anderes können wir da nicht machen. Lauf schnell dahin, bevor wir fallen. Nur so geht das. Schnell!
Kopf an Kopf rennen. Ich guck nicht nach rechts. Bitte schneller. Cloud, greif an. Ich stehe hier noch einen hin, damit er nicht angreift. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Zack, zack. Wir sehen uns beim nächsten. Bis gleich. Der dritte kommt, danach der vierte. Wir sind beim dritten vor Kondor angekommen. Langsam wird es sehr langwierig. Wir haben feindliche Einheiten. Gut, 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 gut. Sollen wir wieder damit anfangen? Granatwerfer haben die Elite. Lass uns das mal ausprobieren. Match beginnen. Auf geht's. Ja klar. Riesiges Ding. Also die starten mit Schützen. Schütze können wir weghauen mit dem hier. Highlighter, ja. Boah, was schicken wir hier rechts noch mit hin? Wir brauchen hier rechts ein DD, ne? Egal, lass den einen da rechts durch. Die anderen müssen dadurch los. Das schaffen wir hier, oder? Jetzt auf geht's und tiefer reinhauen. Bam! Ihr kriegt das hin, oder? Ihr schafft das. Wir haben es geschafft! Das ging diesmal schneller. Geil.
Wir sehen uns beim nächsten Fort Condor. Und auf zum letzten Mission von Fort Condor. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen, aber auf geht's! Elite-Schütze, Heiler. Elite-Tank. Normaler Tank. Brauchen dann hier die Seite vielleicht die Idee, ne? Ja, vielleicht geht das auch gut. Ein Schütze kommt für den Tank. Auf der anderen Seite brauchen wir jetzt hier aber ein Idee. Ja klar, hat der Heiler mit fast weggejagt. Heiler, könntest du was machen, bevor du stirbst? Natürlich. Elite-Verteidiger brauchen wir hier und Didi. Okay, vielleicht auch Cloud. Elite-Stürmer, schnell. Die Balliste hier schmeißen. Hier eine Balliste hinschmeißen. Jetzt warten wir auf den DD noch. Tifa kommt rein. Verteidiger. Wir schaffen das jetzt, oder? Wir schaffen das jetzt, oder? Ja, wir haben es geschafft. Das vierte, das letzte. Danke, dass ihr dabei gewesen seid.